Wir sind hier in Glashütte, der Herkunftsort für gute Ohren Made in Germany. Mein Name ist Uwe Arendt. Mein Job ist hier als Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter da, die Firma Numus Glashütte zu leiten. Ich bin ein bisschen einen Schritt beiseite getreten, weil Papa, Opa und ja, Urgroßvater waren alle Uhrmacher. Ich bin Werkzeugmacher und habe dann studiert. Begonnen hat bei Numus das Ganze 1990 mit der Gründung von Numus durch Roland Schwertner. Ja, ich habe den Roland kennengelernt und wir haben uns dann angefreundet. Eigentlich 4-5 Jahre kannten wir uns schon privat. Dann hatten wir die Möglichkeit, Anteile zu erwerben. Wir haben eigentlich nach Glashütte das Design gebracht und auch das in Kombination mit Bauhaus oder Werkbund, also bezahlbaren Luxus. Und wir wachsen ja, also wir haben die letzten 3 Jahre quasi uns verdoppelt, wollen das die nächsten 3 Jahre dann auch wieder. Was ich immer toll finde, dass unsere Mitarbeiter alle immer so mitziehen. Und das, glaube ich, macht es dann auch so aus. Wir hatten ja auch so ein paar Zeiten, wo man sagen kann, war ja nicht ganz so einfach, wenn der Hochwasser 2002 oder auch, sage ich mal, die Finanzkrise 2009, 2010, da braucht man natürlich einen guten und verlässlichen Partner dann an dieser Seite. 2002 oder 2003, glaube ich, haben wir das Bahnhofsgebäude gebaut, haben es dann renoviert und konnten dann 2004 einziehen und haben zu dem Zeitpunkt auch die komplette Fertigung umgestellt auf Eigenfertigung. Mit der DZ-Bank und den Volksbanken und Raiffeisenbanken haben wir als Mittelständler einen Partner gefunden, der uns verlässlich unterstützt. Die DZ-Bank hat damals an unsere, jetzt kann man sagen Vision, aber vielleicht war es auch eine verrückte Idee damals, ne? Hat auch daran geglaubt und gesagt, okay, mach mal mit. Wir haben neu in Technik investiert, wir haben in das Wing-System 11,4 Millionen investiert. Klein Numus hat es dann mit der DZ-Bank an der Seite hinbekommen, da so unabhängig zu werden. Und wie schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt im Frühjahr zur Messe, Numus bricht das Watchgroup-Monopol. Und das ist ja eigentlich auf der Wirtschaftsseite. Das ist ja dann schon mal super eigentlich für uns da. Da kann man schon sagen, eigentlich Mondlandung. Wie das eben dann so auf dem Land ist, ne? Ist man auch bewahrt bei der Volksbank. Ja, oder der Opa hatte schon Genossenschaftsanteile, die hat er dann seinen Enkel mit vermacht oder so.